gonna cut you down. Ich hatte es schon häufiger heute am Tag gesagt, es gibt Neuerungen, Quantensprünge, die Produkte, und wir haben dazu Macher eingeladen. Einer steht jetzt gerade neben mir, Robert Semlin. Er ist seines Zeichens Senior Artist, Concept, das Senior Concept Artist, darum ist es richtig. Und ich werde mich mit ihm über den Titel Battlefield 1 unterhalten und über das, was da neu ist. Kurz zum Prozedere. Ich werde mit ihm auf Englisch sprechen, das Interview, und werde, wenn er mit seiner Antwort fertig ist, das für euch so ein bisschen in Deutsch zusammenfassen. Robert, it's a pleasure having you here on our stage here at the EA booth. It's great to have you. We already met each other yesterday. It's cool. Battlefield 1. After Battlefield 4 now, the latest release of Battlefield, we saw a tremendous crowd of people who are looking forward to test Battlefield 1 here on our showroom. Since the reveal of Battlefield 1 at the world premiere, the people, as I said, also here, they're desperately looking forward to the dawn of all-out wars. Can you tell us what brought the Battlefield franchise to this brand new, totally new era? Well, Battlefield is all about the fun gameplay with the all-out war at an epic scale, but also the dynamics of infantry, vehicles, destruction, team play strategy, and, you know, going from Battlefield 4, and onwards, we want to, you know, introduce new gameplay opportunities and, you know, battles that you haven't seen before in Battlefield. And World War One has been a setting that we've wanted to do for a long time. It's been in the back of our heads for years, and now moving forward, it was the perfect fit. So. Ich habe ihn gerade gefragt, eingangs ja, seit der Premiere von Battlefield 1, und waren wir alle total gespannt darauf zu sehen, wie es aussieht, ja, seit dieser Vorstellung und diesem Announcement, dass das kommen wird. Und er hat gesagt, im Vergleich zu Battlefield 4 haben sie sich überlegt, was können wir machen? Wir haben viele Battlefield-Titel zuvor gehabt und es war ganz wichtig, dass wir das auf ein neues Level bringen. Und das schafft man vor allen Dingen, haben sie sich überlegt, er kommt aus Stockholm, dadurch, dass man es in ein neues Setting packt. In dem Fall in das Setting des Ersten Weltkrieges, wo natürlich auch ganz viele unterschiedliche neue Fahrzeugmöglichkeiten es gibt, wo das Gameplay anders ist. Und das ist vor allen Dingen das, sagen wir mal, das Drumherum, was Battlefield 1 ausmacht. How does this new setting allow you to have different gameplay opportunities right now? Well, you know, the First World War was really the absolute first global war. It was the dawn of all-out warfare, as you say, and it was a time when the old met the new. So you would have anything ranging from close hand-to-hand combat using sort of blunt weapons to horses, these large battle vehicles that we have now, the behemoths, and mixing up the classes. Ja, es war vor allen Dingen dieses Szenario im Ersten Weltkrieg, was sie so herausfordernd und spannend fanden. Sie haben gesagt, naja, du hast alte Technologie, trifft neu. Du bist natürlich auch immer wieder am Anfang, hast die Möglichkeit, Infanterist zu sein, aber du kannst dieses Mal auch zum ersten Mal bei Battlefield 1 ein Kavallerist auf einem Pferd sein, Pilot und auch ein Panzerbesatzung. Und das war so dieser Reiz, den das Ganze ausgemacht hat bei dem Franchise, dass du wirklich diese Piloten mixt mit Reitern und Infanteristen auf der anderen Seite. We were just talking about this new opportunity that you can ride on horse. We saw that on the Sinai Desert map, which is great. What is playable here on the Gamescom on our show for Battlefield 1? What we're playing here all week is the new map, Sinai Desert on Conquest, and also St. Quentin Scar on Conquest. Okay, also was Neues jetzt hier, was ihr auch spielen könnt bei uns auf dem Gamesfloor, ist die Sinai-Karte. Das ist das Neue, das hat er mitgebracht sozusagen. Und what was the second again? St. Quentin Scar. Ah, St. Quentin Scar, alles klar. We were talking about the horses, because they are very special. You never had the opportunity before to ride a horse. What is so special about this, and what are the specialties about this class, in a way? I mean, it's a really exciting addition to the Battlefield title, because it's a thing that was really common during World War One. It was one of a really unique aspect to the war, and it's a great addition to the Battlefield games. So it is a really versatile and mobile horse to be reckoned with. It's not, you know, as sturdy as other vehicles like tanks and such, but it counts as this in mobility and flexibility. So you have mid-range capabilities using a rifle, where you can get really up close and trample your enemies, cut them down with your saber,
support the troops with bandages, ability, and you're armed with anti-tank grenades as well. Okay, that sounds good. Ich habe ihn gefragt bei dem Pferd, das hat man zum ersten Mal in der Welt von Battlefield. Was natürlich sehr logisch ist, sagt er, weil bei Battlefield 1 in diesem ersten Weltkriegsszenario haben natürlich Pferde eine ganz große Rolle gespielt. Und es ist eine tolle Einheit. Warum? Weil man sie sowohl im Nahkampf benutzen kann, du kannst den Säbel ziehen und kannst Einheiten im Nahkampf sozusagen besiegen. Dann kannst du aber auch gleichzeitig in so einer Mid-Range-Distance, also in so einer mittleren Entfernung, sie benutzen, weil sie sehr schnell sind, sie sind sehr männlich, sehr beweglich, sie springen über Hindernisse, sie verhalten sich aber auch wie Tiere, ne? Sie bäumen sich auf und manchmal stoppen sie auch. Und du hast, je nachdem wie du das Pferd ausstattest, entweder die Möglichkeit, sie zu einer Kampfeinheit, in eine Kampfeinheit zu verwandeln. Da kannst du dann sogar gegen Panzer kämpfen, du hast eine Panzergranate, Abwehrgranate. Oder du benutzt das Pferd als Versorgungseinheit, dass du deine anderen Soldaten mit Medikits zum Beispiel versorgen kannst. Und das macht diese Einheit besonders flexibel und ja, so spannend, weil das, wie gesagt, gab es vorher überhaupt nicht. Das ist unglaublich. We were talking at the beginning of the new behemoth that you offer. We also saw them on the CAE map. Can you tell us a little more details about this behemoth? Well, we included in Battlefield 1 something that we call the behemoths. And these are really large war vehicles, the largest we've ever built for a Battlefield game. And they are fully controllable. It can house a lot of players in them. And, you know, depending on game mode you're playing, if it's Operations or Conquest, a team that is in trouble will get this as a reinforcement to help turn the tides of battle. And the one we're showcasing here on Gamescom now is the Armored Train. Okay, cool. Eine Neuerung auch, die es gibt bei Battlefield 1, das sind diese gigantischen, für die Zeit des Ersten Weltkriegs auch typischen Vehikel. Wir haben die auch gesehen, sowohl dieser Zeppelin, den wir gesehen haben, aber in dem Sinai Desert, das, was ihr hier spielen könnt, und auf dem Showfloor, ist es eine bewaffnete Artillerieeinheit auf einer Schiene, wie ein Zug. Und sie kann auch im Multiplayer-Modus gespielt werden und sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn einer der Kontrahenten so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ne? Wenn man so ein bisschen schon geschwächte Einheiten hat, kommt es als Unterstützungseinheit und sorgt nochmal dafür, dass es eine Wende auf dem Schlachtfeld geben kann. What we saw for the very first time in Battlefield 1 is the intuitive destruction on the one hand, but the dynamic rather on the other. How can a player get hands on these things? Well, that's something that we wanted to bring into the mix, to have an extra level of unpredictability to when you play, so making sure that no battle is ever the same. I mean, we've upped the destruction, make it more natural, more intuitive, that you can really reshape the battlefield around you. But also coming into this is the dynamic weather. So this is an unpredictable thing that is happening when you're playing, so you can go from a clear sunny day to thick fog, heavy rain, or in the case of Sinai Desert here, sandstorm. So this will sort of force you to adapt your tactics and change how you play and really get accustomed to this new sort of condition you're in. Ich habe ihn gefragt, jetzt haben wir bei der Zerstörung von Gebäuden zum Beispiel, das ist eins dieser beiden Kriterien, die sie geändert haben, eine anderen Zerstörungsgrad. Das bedeutet, früher hast du einfach auf ein Gebäude geschossen, dann ist das Gebäude kaputt gegangen, kollabiert, es war quasi immer ähnlich. Jetzt hast du die Möglichkeit, sehr individuell und detailgetreu ein Gebäude an einer Seite nur zu zerschießen, dann fällt es auf eine Seite um. Wenn da Leute gefangen sind beispielsweise, schwächst du sozusagen die gegnerische Armee. Du kannst auch Kraterlöcher schießen, dann können sich deine Infanteristen und Soldaten in diesen Kraterlöchern verstecken, können die benutzen sozusagen als taktisches Element auf dem Schlachtfeld. Und auf der anderen Seite, und das ist auch ganz neu, ist das dynamische Wetter. Dynamisch deshalb, weil du hast nicht irgendwie nur blauen Himmel und das sind dann die Wetterbedingungen für den Rest der Schlacht, sondern es kann total schnell wechseln. Du hast als Pilot, das ist vor allem wichtig, ne? Du fliegst ja im Sinai Desert in der Wüste rum und eben ist noch blauer Himmel gewesen und dann kommt plötzlich ein Sandsturm auf und verändert total die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld. Die Idee der Entwickler von Battlefield 1 war es, und das sagt die Robert gerade, war, jede Schlacht unvorhersehbar und irgendwie auch unkalkulierbar zu machen. Und dadurch, dass du so viele unterschiedliche Settings hast und Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, ist sozusagen die Schlacht auch immer wieder neu, die ausgefochten. We mentioned before also the different classes that you have in Battlefield 1. For example, one of them is the Elite class. Can you give us a little insight about these classes? Yeah, the Elite classes is something that we sort of found out during all the research that we've done for the game and finding new opportunities, like I mentioned. The Elite class is something that sort of helps us bring new pick
pick up in the field, and you pick them up, and you redeploy as one of these three sort of deadly forces that we have. We have the sentry, which is covered in armor with a large heavy machine gun. We have the flame troopers with a flamethrower and fireproof coating. And lastly, the tank hunter, who has this man-sized rifle that can take out parts of a tank and punch holes through it. Wow. Ich habe ihn gefragt, es gibt eine neue Einheitenklasse, das sind die Elite-Einheiten. Es sind drei Stück, die kannst du während der Schlacht auf dem Feld sozusagen aufsammeln und finden und dann verschlagen sie sich auf deine Seite. Wir haben da drei Typen, das eine sind die Panzerschrecks, das sind Typen, die haben mannshohe Gewehre, mit denen sie Teile aus Panzern herausschießen können. Dann haben wir den Flammenwerfer, der ist von oben bis unten mit einem so einem feuerfesten Anzug bemannt sozusagen und läuft rum mit dem Flammenwerfer. Und als drittes haben wir einen Gunman, der rumläuft mit einer Maschinenpistole, die sich so dreht, ne? Damals so die Zeit total klassisch, und der wirklich einen enormen Schaden anrichtet beim Gegner auf dem Schlachtfeld. Is there an advantage? I mean, these three things, you just can pick them up in every stage of the game at any time, or they are located somewhere special? No, they're located throughout the maps, and you can pick them up and become them. And it's a really interesting approach to what we've done before, because now you have a sort of a mini-boss among you. So even if you're deployed as one of these or encountering them, you really have to adapt to it, because they have both their strengths and their weaknesses. So it adds a whole new dynamic to it. Okay. Also diese Einheiten geben vor allen Dingen, das habe ich Ihnen gerade gefragt, eine besondere Dynamik in das Spiel, weil die haben alle natürlich auch ihre ganz besonderen Stärken und Schwächen und sind zum Beispiel, einer hat keine Gasmaske, habe ich irgendwie vorhin mal gesehen, das macht ihn natürlich angreifbar auf dem Schlachtfeld, und das sind natürlich immer wieder neue Sachen, und das war die Herausforderung, dass Battlefield 1 sich ganz klar abhebt von Battlefield 4, euer Experience, und das ist den Programmierern wirklich gut gelungen. Thank you very much, you did a brilliant job. I saw some, beside the trailer, I saw some pictures and I had some experience also test Battlefield 1. There will be an open beta version, right? Where people can register on? Yes, we have an open beta coming up on August 31st. And if you register on battlefield.com to become a Battlefield Insider, and if you're doing that before August 21, you get early access to it. So just remember to pick your flat form and check a little box to get the email with the codes. Okay, eine Sache, die bei euch noch besonders interessant ist, es gibt eine Open Beta Version, das bedeutet, ihr könnt Feedback geben, meldet euch, registriert euch bei battlefield.com vor dem 21. August, dann habt ihr die Chance dazu. Und Start der Open Beta Version ist der 31. August. Ja, und dann könnt ihr schon mal testen, gucken, online, Spaß haben und spielen. Thank you very much, Robert, for being here on stage. It was a pleasure having you again. It was great being here. Thank you. See you. Ja, hier geht's. Ja, genau, es darf mega schnell. Wir sind noch nicht am Ende. Genau, das war der Robert. Ja. Testet es aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Rest der Gamescom noch hier seid oder ob ihr heute schon gehen müsst. Die Schlange ist sehr lang, aber kommt morgen. Es lohnt sich wirklich. Battlefield 1 ist wirklich... Wow. Also es ist auf einer ganz anderen Ebene, und ich bin sehr historisch interessiert. Also dieses Erste Weltkriegsszenario gibt dem Ganzen auch nochmal, gerade in diesem Mix mit den technischen Neuerungen, trifft alte Welt wirklich einen ganz besonderen Kitzel. Testet unsere Games. Schön, dass ihr hier seid bei EA auf der Gamescom 2016. Bis gleich.